Hey, Kumpel.
das wohl ist, Kumpel. Beeindruckend. Das ist also euer Königreich. Ich arbeite mit vielen begabten Wissenschaftlern. Niemand ist so talentiert wie ihr, Santari. Dennoch stecken wir in einer Sackgasse. Vielleicht bringt ihr mir das dringend erforderliche Glück. Nicht mal so schlecht für eine verlassene Anlage. Losgehen, BD. Es gibt nur die Macht. Thank you.
Du kennst dich auf Kobau aus, oder? Hallo. Keine Sorge wegen der Bestie. Sie mag keine Fremden. Genau wie der Berg. Seid vorsichtig. Wir versuchen's. Danke. Wir nennen ihn Prospektorentod. Ist ziemlich tückisch. Dort lauern allerlei Gefahren. Klingt so, als wäre es wie für uns gemacht. Zwischen diesen Felsen gibt es Dinge, die einem das Blut in den Adern gefrieren lassen. Oh, wir kennen auch einige Schauergeschichten. Salz in die Hautblase, was für ein Riesenkrach! Hast du Glocken statt Füße? Wie heißt du, Junge? Für einen guten Groll muss ich deinen Namen wissen. Ich bin Kerr. Das ist BD1. Meine kleine alte Mama hat mich Scuba Steph genannt. Ich bin Scuba der Fischer. In Pailoon Saloon gibt's einen Fischtank, der etwas Aufmerksamkeit vertragen könnte. Pailoon Saloon? Dieses Wasserloch voller Landratten unten im Tal? Gut, gut. Vergiss meine Frage. Gut, überredet. Ich mach's. Wir treffen uns im Saloon und ich sehe mir diesen sogenannten Tank mal an. Du konntest dich also nicht fernhalten. Niemand vergisst die Meeresgischt, dem sie einmal den Gaumen vernebelt hat. Definitiv nicht. Du siehst aus wie ein Fischer, Junge. Und zu deinem Glück sitzen wir genau über dem Bau eines Seefischs. Ein Seefisch, ja? Stimmt, ein unmöglicher Fang. Kein Fischer mit klarem Verstand stellt einem so mühseligen Gegner nach. Kein Fischer, außer Scuba Steph. Siehst du das, Junge? Das war ziemlich beeindruckend. Du hältst mich immer noch für einen Amateur? Nein, ich glaube dir. Nun, dann habe ich keine Wahl und muss dir meine düsterste Geschichte erzählen. Bleib einen Moment, dann erzähle ich dir was über den alten Scuba Steph. Willst du jetzt die Ohren aufsperren und dir die Geschichte von Scuba anhören? Wenn du Geschichten erzählst, hören wir zu. Dann bist du ein Narr, Junge. Meine Geschichte bringt dir nichts außer Gram und Kummer. Okay, also, keine Geschichten erzählst, werden wir... Na schön. Ich erzähle sie dir, weil du darauf bestehst und auf deine eigene Gefahr. Meine Geschichte beginnt in einem kleinen Dorf an einem eisigen Ufer von Sakavita, meiner Heimatwelt. Nächte schwarz wie Quellfischinnereien, Winter so kalt, dass ein ernster Blick dich in Glas verwandelt. Wohl nicht der einfachste Ort, um aufzuwachsen. Schwierig. Ei, vom Zeitpunkt, als einem die Muttermilch auf der Zunge einfriert, bis zum Moment, wo du im gefrorenen Gewässer untergehst. Weißt du, die Fische, die hatten es dort schön. Sie hausten tief unter dem Eis, wo warme Strömungen tanzten, wie Fähnchen im Wind. Eine so seltene Beute zu angeln ist, wegen der großen Fischknappheit, kein leichtes Unterfangen. Aber trotz meiner jetzigen Bauchschmerzen war es ein friedliches Leben für einen kleinen Sakavianer mit einem Talent für die Angelrute. Du hast dein Talent also früh entdeckt? Ich hatte so viel Talent, dass kaum die ersten mickrigen Haare auf meinem Kinn sprossen, als ich bereits eine Audienz erhielt. Bei Undern. Aber das ist eine Geschichte für ein andermal. Oh, und noch ein Rat, Junge. Wenn du auf den Berg klettern willst, brauchst du einen festen Griff. Oh.
Irgendwas Interessantes? Die Steuerung muss woanders sein. Es gibt keinen Grund, sich Sorgen. Wow! Ich hab dich, Shanna! Ja. Na, danke. Mal sehen, was da vor uns liegt, Kumpel. Ich bin Kerl. Das ist BD1. Sind Sie hier, um uns zu retten? Wir waren nur am Erkunden. Wie lange bist du schon hier? Wir sitzen schon seit mindestens einem Standardzyklus hier in der Falle. Vielleicht länger. Wir? Ah, ja, ich bin allein. Und das schon länger. Aber Sie haben den Weg freigemacht. Sind die Raiders weg? Wir haben uns um Sie gekümmert. Du solltest gehen, bevor noch mehr kommen. Ja. Ich kehre zum Außenposten Rampers Reach zurück. Wir haben dort gewohnt. Hoffentlich sehen wir uns wieder. Ich werde bald nach Rampers Reach aufbrechen. Aber vorher muss ich meine Gedanken sammeln. Der Außenposten, ja. Ich frage mich, wie viel von unserem alten Zuhause übrig ist. Ich habe den Weg versperrt.
Es tut mir leid. Leb wohl. Ah, der Geruch hier unten ist intensiv. Ah, mein Sohn. Lass uns hier eine Pause machen. Wir haben ein paar Samen gefunden. Ob sie wohl in unserem Garten wachsen können?
Okay, ich bin bereit. Das wird nicht einfach. Denk an die Belohnungen, Shanna. Komm schon. Okay. Sieh dir das an, BD. Ich will nur passieren. Alles, was nicht aus Durastahl ist, kann diese Elektronenwand nicht passieren. Waffen bereit, Sir. Erschießen wir ihn, bevor er auf dumme Gedanken kommt. Negativ. Wir haben unsere Befehle. Kannst du keine Ausnahme machen? Riechst du das, Abschaum? Du atmest imperiale Luft. Also verzieh dich, bevor ich meine Befehle vergesse und wir rausfinden, wie zäh du wirklich bist. Warum senkst du nicht dein Schild? Und du wirst den Schild senken. Ich habe dir meine Autorisierung schon gezeigt. Du hast mir deine Autorisierung schon gezeigt. Sir? TK783 an Basiszentrale. Schild herunterfahren. Was? Moment, was?
normal? Das kommt nicht mehr zu stehen. Lauf weg! Oder ich abschaum. Du kennst dich auf Cowboy aus, oder? Danke fürs Mitnehmen. Wie lange das wohl schon hier war? Und los! Los! BD-1! Gehen wir, BD. Bleib nicht zurück. Hey, BD, gehen wir. Stims kann man immer brauchen.
Bleib weg von meinem Prioritlager, klar? Bereit, BD? Los! Thank you.
Hab zu tun, Kerl. Brechen wir auf. Kann Cordova was mit der Tech anfangen, die Kerl gefunden hat? Machst du Witze? Cleverer als der Typ geht gar nicht. Ich kann's kaum erwarten, Sia wiederzusehen. Ich schulde ihr viel. Sie hat mir die Kredits für das Pylons vorgestreckt. Wie viel schuldest du ihr, Grease? 2000 Kredits, summa summarum. Vielleicht koche ich Oma Pylons berühmte Kasserolle und sie vergisst das Ganze. Für 2000 Kredits muss das aber eine echt gute Kasserolle sein. Hier rüber, Junge. Wir landen gleich. Kommst du nicht mit mir, Grease? Ich komme nach. Muss noch auf der Mantis bleiben und die Diagnostik prüfen. Wenn etwas repariert werden muss, werden dir die Anachoreten sicher gerne helfen. Oh, nein, danke. Ich will diese Spinner nicht auf meinem Schiff haben. Trotz dieser Masken kann ich es spüren, wenn diese Anachoreten mich beobachten.